Auf geht's, Theo, wir haben wieder Bock auf ein Video von dir. Und wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren dazu gezwungen werden, Emo zu sprechen. Ey, es wird echt nicht besser mit dir. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Ja, Leute, danke für euer ultra geiles Feedback zum letzten Video. Eure Worte zu meinem 10-jährigen YouTube-Special waren einfach nur insane. Von daher bin ich motiviert, ich mache die nächsten 10 Jahre genauso weiter. Und hier ist schon das erste Video davon. Denn was gibt es Besseres als ein Zeus-Video? Tot zu sein und alles andere auch. Tadeus! Okay, legen wir los. Ihr habt mir mal wieder eure Videos zugesendet, bei denen ihr der Meinung seid, ich muss die unbedingt mal gesehen haben. Und ich habe mir daraus die besten rausgesucht. Also komm, pfeifen wir uns die rein, oder? Cool. Allerdings gilt wie immer eine Triggerwarnung. Der Humor kann gut und gerne mal ein bisschen böser werden, wie zum Beispiel... Oder natürlich auch etwas durchgeknallter. Alter, was geht denn mit denen? Geh nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr. Okay, scheißegal jetzt. Wir legen los. Viel Spaß mit dieser Folge von Zeo und das Internet. Los geht's. Zeo und das Internet. Das bin ich. Kein Kommentar. Oh, Alter. Aber geht das mit der Flasche eigentlich wirklich? So, Marke weg. Ist ja kein Placement. WTF, ich glaube, das soll nicht so. Hä? Hä? Na gut, zurück ins Studio. Deutschland gut zusammengefasst. Leicht ist das ein 2-Euro-Stück. Hallo? Ich mach's sauber. Ist das schlimm? Ich nehme den Müll runter von den Spielplätzen. Wenn da ein Kind in den Nagel tritt, ist blöd, oder? Wollen Sie mal den Müll sehen, den ich aufsammle? Gerne. Das liegt auf Spielplätzen rum. Und das nehme ich mit. Und ab und zu ist ein bisschen Kleingeld dabei. Tut ja keinem weh, oder? Wenn ich die Löcher wieder zumache, wo ist das Problem? Frage ich mich. Ja, nur wenn da größere Geldmengen sind, das gehört... Alles über 10 Euro kommt sowieso ins Fundbüro. Auch wenn ich auf meinem eigenen Grundstück einen Goldbarren finde, muss es abgegeben werden. Das gehört hier aber uns hier und das heißt, da braucht kein öffentliches Fundbüro zu sein. Doch, dafür ist es da. Nein, dafür ist es nicht da. Dafür ist es tatsächlich da. Wenn jemand einen Goldring hier verliert, dann geht er auch ins Fundbüro. Nein, geht er nicht. Doch. Nein. Na klar. Also, wenn Sie nicht wollen, dass ich sie sauber mache, dann lasse ich die ganzen Nägel liegen. Ist okay. Hier gibt es genug Spielplätze. Ich kann auch einfach woanders hin. Das macht ja sonst keiner, offenbar, weil da liegt ja trotzdem eine Menge. Mein Sohn hat genauso ein Gerät, der ist ja auch schon rübergegangen. Irgendwie ist das schon was typisch Deutsches, oder? Und ich muss sagen, das fuckt wirklich mega ab. Es gibt einfach immer irgendjemanden, der viel zu viel Langeweile hat und das war bei mir auch schon 100 Mal so. Moment mal, dürfen Sie überhaupt hier filmen? Wen juckt denn das? Ich bin doch in 2-3 Minuten gleich weg. Zeigen wir jetzt erstmal Ihre Drehgenehmigung. Ja klar, kein Problem. Hier ist sie doch. Ich hätte nicht gedacht, dass es solche Unterschiede gibt. Ich habe jetzt auf irgendeine Pointe gewartet, aber da kommt ja gar nichts. Dieses Video bekommt von mir den das dümmste Video der Folgestempel. Congratulations! Ich kaufe nicht mehr! Sag mir alles nach, außer bei dem Wort kaufen sagst du anstatt kaufen K. Okay? Okay. Ich kaufe Tomate. Ich K Tomate. Ich kaufe Haribo. Ich K Haribo. Okay. Ich kaufe Mehl. Ich K Mehl. Ein Hurensohn. Und da sagen manche, meine Jokes sind scheiße. Jedes Mal, wenn ich sehe, kriege ich ein Lachflash. Deine Eltern sind Geschwister und weißt du, was das Gute dran ist, du Hurensohn? Wenn sie heiraten, was sie bestimmt getan haben und sich irgendwann trennen, sind sie immer noch Zwillinge, du dreckiges Stück Scheiße, du elender Saftpresser, du Scheiße. Hello, Tricks! Nia, wenn wir schon beim Thema Gaming sind, den nächsten Clip feiere ich übel ab. Baden sind einfach legendär. Du sollst aber da ernst bleiben. Dodge this, you bastard! Dodge this, you bastard! Hey.
Ich weiß gar nicht, warum ich ihn lustig finde, aber irgendwie ist der halt so mega random. Vor allem, wie er nochmal so kurz auf den Seiten spielt. Und dann diese Drehung und am Ende nochmal der... Wer schon immer mal wissen wollte, wie ein echter Vulkanausbruch aussieht. Der großartige Küchenvulkan. Essig, ein bisschen Wasser, ein leeres Glas, einen Teller, etwas Backpulver, Alufolie und eine Schere. Füllen das Backpulver in den Vulkan, schütten den Essig gemeinsam mit dem Wasser in das Glas. Und jetzt kommt die Magie, Freunde. Vulkanausbruch. Einen Moment. Rein damit! Und jetzt Vulkanausbruch! Es ist amazing! Schaut euch diesen Vulkanausbruch an! Es ist so bedrohlich! Komm schon, Bro! Muss Gott scheißen. Okay, ich glaube, es hilft nichts. Ich muss es nochmal ordentlich probieren, oder? Ich mach's aber mal ein bisschen mehr rein. In der Hoffnung, dass dann besser klappt. Oh. Der Vulkan ist ready, dann würde ich sagen, probieren wir es aus. Entzündet den Vulkan! Und es ist Betrug. Das gibt's doch nicht. Ja. Juhuhu. Naja. Dämliche Clips kann ich. Lauf in Richtung Blasinhardt. Es ist gleich hinter dem Wald. Frag nach Latte, er gibt dir Schutz. Lauf jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich diese Satansweiber aufhalten kann. Wollen wir nicht lieber ficken? Na gut, aber nachher. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Warum finde ich das witzig? Okay, ich nehme alles zurück. Das hier ist der dümmste Clip der Folge. Congratulations. Doch kommen wir nun zu der Rubrik, die sich viele wünschen, nämlich Musik. Mal schauen, was uns dieses Mal so um die Ohren geballert wird. Der Motivationssong der Bundesregierung. Tatenlos durch das Sand. Wer nichts tut, der bleibt entspannt. Tatenlos kontrolliert, während alles implodiert. Wie gemein, es ist doch nicht so, dass Olaf irgendwie überhaupt nichts tut. Ich meine, er wird doch sicher mal hier und da mal was unterschreiben müssen. Und seine Eier schaukeln sich ja auch nicht von alleine. Leute, liken, abonnieren, Glocke penetrieren. Momentan geht's ein bisschen zäh voran, deswegen hoffe ich sehr, dass wir mal wieder richtig anziehen hier. Ich wünsche dir eine geile Restwoche. Dein CEO.